Ah, da seid ihr ja wieder, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr auch weiterhin mit von der Partie seid. Wenn man einmal in den Eisberg blickt, dann blickt der Eisberg auch in einen. Ihr alle seid mittlerweile ein Teil des Eisbergs geworden. Ihr müsst ihm folgen, genau wie ich, bis ihr am Ende von all dem angelangt seid. Und wir tauchen weiter. Jetzt. Hier. Sofort. Und deshalb auf ein neues. Aluhüte auf. Schottendicht. Wir gehen auf Tauchstation. Ich denke, wir stimmen alle darin überein, dass Putin weltweit aktuell einer der gefährlichsten Menschen ist. Bereits sein Weg an die Macht, die Inszenierung von Terroranschlägen in Moskau und einen Krieg beinhaltet hat, hat gezeigt, wozu dieser Mann fähig ist. Und immer wieder hat er es unter Beweis gestellt. Also, was könnte schlimmer sein als Putin? Viele Putins. Was ist denn die Mehrzahl von Putin? Putin? Wobei chemisch gesehen käme Putin als Dreifachbindung nach Putan und Putin. Aber ich war auch verdammt schlecht in Chemie. Bevor ihr euch jetzt aber fragt, worauf ich überhaupt hinaus will, habt ihr schon mal von den Klonen Putins gehört? Also, bekannt sind ja die Doppelgänger von Putin. Es ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass Politiker Doubles haben. Wir haben ja letztens über das Hillary Clinton Buddy Double gesprochen. Zumeist haben solche Doppelgänger den Zweck, das Leben der echten Person zu schützen, falls mal jemand ein Attentat verüben möchte. Und diese Gefahr ist ja bei Diktatoren sehr viel größer als bei Demokraten. Hitler, Stalin, Saddam Hussein. Sollte Putin auch Doubles haben, dann wäre das jetzt nicht so ein großes Ding. Nach eigener Aussage nutzt er noch nicht mal ein Mobiltelefon, sondern Spezialtelefone, wenn man bedenkt, dass laut seiner Ex-Frau er nach Finnland geht, um Wichtiges zu besprechen, weil man in Russland nie sicher sei, wer mithöre. Wenn man das bedenkt, stellt man fest, die Paranoia eines Despoten hat er auf jeden Fall. Also sind Doubles ja eigentlich ein logischer Schritt. Doubles einzusetzen ergibt Sinn, wenn man bedenkt, wie viel über die Gesundheit Putins spekuliert wird. Und wir denken nur an die Corona-Pandemie, die er sehr stark isoliert verbracht hat. Und spätestens 2022 gingen ja die wildesten Theorien um die öffentlichen Auftritte von Putin bzw. seinen Doppelgängern herum. Besonders der Auftritt in Mariupol hat dazu beigetragen. Es gab diverse Vergleichsbilder, wo man versuchte, anhand der Form seines Kinns Schlüsse darauf zu ziehen, ob es jetzt der echte oder der Fake Putin ist. Das wurde auch noch von hochrangigen Ukrainern unterstützt. Etwa bei Fotos von öffentlichen Auftritten, garniert mit unbelegten und wenig soliden Behauptungen, Putins Gesundheitszustand sei schlecht. Und ein Putin, der in einer Menschenmenge auftritt, suspicious. Das tat er normalerweise nie. Putin aber hat behauptet, er habe gar keine Doubles. Er habe das Angebot schon früh abgelehnt. Zitat, ich habe die Doppelgänger abgelehnt. Dieses Angebot wurde mir während einer der schwierigsten Zeiten des Kriegs gegen den Terror unterbreitet. Also wenn Putin sagt, es gibt keine Doubles, dann gibt es keine Doubles. Also meiner Erfahrung nach stimmt zwar immer das Gegenteil von dem, was Putin sagt, aber naja. Aber was, wenn ich euch sage, dass in diesem Fall eine weitere Facette der Theorie existiert, in der es nämlich darum geht, dass Putin bereits tot ist und ersetzt wurde, und zwar durch einen Klon. Was? Ja, ein Grund dafür ist, dass Putin immer mal wieder für längere Zeit aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Und bei seiner Rückkehr sah er immer ein bisschen anders aus. Vielleicht ist Putin also schon mehrfach gestorben. Und man fragt sich ja wirklich, warum es noch immer keiner geschafft hat, ihn zur Strecke zu bringen. Vielleicht gelingt das öfter, als wir denken. Bilder von ihm, vor allen Dingen von seinem Gesicht, werden verglichen, Unterschiede werden als Indizien begriffen, dass die Person, die da zu sehen ist, niemals der echte Putin sein kann. Sein Kinn, aber auch seine Wangen, der Bereich unter seinen Augen, vor allen Dingen seine Ohren aber, sind für diese Leute sehr interessant. Ohren werden seit den 50ern schon forensisch zur Identifikation von Verdächtigen genutzt. Wie kommt man darauf? Naja, wusstet ihr, dass Putin mal angeklagt worden ist? Schaut selbst. Владимира Путина. Нам стало известно, что буквально три часа назад бывшего премьер-министра под конвоем доставили в Хамовнический суд. Пресс-секретарь судьи Виктора Данилкина немного прояснила ситуацию, сообщив, что сегодня началось чтение приговора. Пока зачитана только вводная часть обоснования 6 из 7 статей, по которым обвиняется бывший премьер-министр. С целью устрашения населения и оказания воздействия на органы действующей власти. Für alle, deren Russisch genauso eingerostet ist wie meins, kurz gesagt, die Frau aus dem Off berichtet, dass Putin wegen Korruption des Terrors angeklagt sei. Das klingt, als wäre das Video von 2012. Und ich würde mal sagen,
Das ist nicht gut gealtert, ne? Denn mittlerweile wurde ja wirklich ein Haftbefehl gegen Putin erlassen. Was hat es jetzt mit dem Video auf sich? Naja, das ist Fake. Das Videomaterial stammt nämlich eigentlich von 2010, als dem Ölmilliardär Michail Khodorkovsky der Prozess gemacht wurde. Und man hat einfach eine Frauenstimme drüber gelegt. Und da kommt natürlich gelegen, dass Putins Ex-Frau Lyudmila Putina die Gerüchteküche enorm angeheizt hat. Sie behauptet in einem Interview mit dem Daily Star, mein Gatte ist leider schon lange tot. Ich muss es öffentlich zugeben, denn ich ertrage es nicht länger zu sehen, was in seinem Namen geschieht. Es sind furchtbare Menschen. Jetzt stellt euch das mal vor. All das, was passiert, das geht gar nicht von Putin aus. Er ist unschuldig, weil er gar nicht mehr existiert. Und wer sind diese Leute, die ihn dazu zwingen, das zu tun oder zumindest so tun, als ob Putin das wäre, der all das tut? Natürlich die CIA. Die hätte nicht nur Putin auf dem Gewissen, sondern auch einen Doppelgänger an die Spitze gesetzt. Das Land steht unter ihrer Kontrolle. Jetzt wissen wir's. Das ist die russische Deep State-Theorie. Blöd ist nur, Lyudmila hat diese Aussage höchstwahrscheinlich gar nicht getroffen. Das Interview ist nicht bestätigt. Es ist nur bekannt, dass Lyudmila Putina ihren Ex-Mann einmal Vampir nannte. Ja, er revanchierte sich, indem er sagte, alle, die 3 Wochen mit ihr aushielten, sollte man zum Helden ernennen und ein Denkmal setzen. Eheleute. Dieses sehr, sehr echte Interview war natürlich der Beweis für Leute, die an diese Theorie glauben. Diese Theorie wird vor allen Dingen von einem Verschwörungstheoretiker namens Patrick Scrivener promoted, der sich selbst als Historiker betrachtet. Der ist auch bekannt dafür zu behaupten, dass Lincolns Ermordung ein Inside-Job war. Und er verwies darauf, dass Putins Kenntnisse der deutschen Sprache sehr schlecht waren, obwohl er bekannt dafür war, sie gern und gut zu sprechen, auch im Bundestag. Der Kalte Krieg ist vorbei. Mysteriös. Dazu muss man sagen, Behauptung, Putin sei schon tot, gab es immer wieder. Einmal soll es Krebs gewesen sein, dann Parkinson. Kürzlich sei das russische Staatsoberhaupt angeblich an einem Herzinfarkt gestorben. Und dann gibt es noch eine ganz andere Theorie. Nämlich, dass Putin seit 1999 immer mal wieder Schönheitsoperationen hatte und dass ihm auch Botox gespritzt wurde. Das ist natürlich ein Gerücht, das sich sehr gut in den bunten Blättern verbreitet. Und ich persönlich halte das auch für relativ wahrscheinlich. Schließlich ist der Mann 70 Jahre alt und als Politiker kann man so lange einfach nicht taufrisch aussehen. Auf der anderen Seite ist es gar nicht schlecht, als Politiker ein bisschen frischer auszusehen, als man eigentlich ist, weil das dann Stärke darstellt. Aber auch wie albern oder weniger albern diese Gedanken sind, es drückt doch eins ziemlich klar aus. Ein Russland ohne Putin, das können sich viele nicht vorstellen. Das System ist quasi allein um ihn herum aufgebaut. Und was passiert mit diesem Land, wenn Putin verschwindet? Fürchtet sich davor nur Putin? Fürchtet sich das System davor oder das ganze Land? Es gibt ja genug Beispiele davon, was mit einem autokratisch regierten Land passiert, wenn die zentrale Führerfigur stirbt. Davon kann man jetzt aber nicht konkret ableiten, dass mit dem Ende Putins auch das autoritäre Regime in Russland zu Ende wäre. Viele Geschichten um Putin entstehen aus dem Nimbus der Selbstinszenierung seiner Präsidentschaft. Diese Darstellung als gleichzeitig überlebensgroß, aber auch volksnah, scheint bei einigen für Verwirrung zu sorgen. Darüber steht auch noch die ideologische Schwurbelei von beispielsweise Alexander Dugin und diesem existenziellen Kämpfen des Ostens gegen den Westen. Ja, und Putin ist sozusagen der Streiter gegen den dekadenten Westen. Und dann zusehen zu müssen, wie das eigene, ich sag mal Idol, sich der einzige Hoffnungsträger zu einem solchen Tyrannen entwickelt, das tut halt weh. Er hatte noch 1997 für eine russische Version der deutschen sozialen Demokratie geworben. Tja, und jetzt ist das draus geworden, was draus geworden ist. Da glaubt man ja lieber, dass von der CIA ein kontrollierter Doppelgänger eingesetzt wurde. Ein Russe würde all das Russland niemals antun. Oder aber es ist der Kreis um Putin, der selbst ganz genau weiß, dass ihr System zusammenbrechen würde, ohne Putin an der Spitze, den man dem Volk präsentieren kann. Und das wäre eine ganz fantastische russische Deep State-Theorie. Und ich dachte, nur der dekadente Westen kann sich so einen Deep State leisten. Von einem russischen Alleinherrscher mit noch weniger Emotionen als unser Bundeskanzler sie hat, kommen wir zu Gegen, die zwar humanoid aussehen, aber ebenfalls nur eine sehr beschränkte Gefühlspalette haben. Im Zuge unserer Folge zu Transhumanismus haben wir das Thema schon so ein bisschen gestriffen. Das war am Anfang des Eisbergs, falls sich noch jemand erinnert. Hier werden wir noch ein bisschen spezifischer. Es geht um humanoide Roboter, die so menschenähnlich sein sollen, wie es nur irgendwie möglich ist. Androide. Dass wir in einer Simulation leben, das ist uns ja mittlerweile bereits klar geworden. Aber jetzt habe ich eine andere Theorie für euch. Was, wenn unter uns in Wahrheit Androiden leben? Und wie bemerkt man das? Sind es dann so Menschen, die scheinbar übermenschlich wenig Schlaf brauchen, wie ich, oder übermenschlich viel schlafen müssen, wie Sleepy Joe Biden? Ja, das ist vermutlich die prominenteste Person, die für einen Androiden gehalten wird. Ich finde es auch sehr interessant, dass man tatsächlich ernsthaft argumentiert, warum Joe Biden kein Android sein kann. Ich meine, gut, dass man immer noch versucht, mit seinen Mitmenschen zu diskutieren, aber auf dieser Ebene viel Erfolg. Ist die USA einfach Russland schon wieder ein Schritt
Schritt voraus, weil die würden sich natürlich auch sehr gerne Putin-Doubles wünschen, die gleich aussehen, wo man nicht anhand der Kinnlinie Diskussionen führen muss. Außerdem könnte man sich dann das Wählen nach Putins Tod einfach sparen, weil Androiden bleiben ja einfach immer frisch. Und wenn man sich mal anschaut, wie unsere Spitzenpolitiker nach ein paar Jahren im Amt aussehen, vielleicht würde das uns einfach ein bisschen helfen. Aus der Serie Westworld kennen wir das Szenario, eine Welt, die von Menschen geschaffen wurde, aber mit Androiden bevölkert ist. Es gibt dazu auch die Theorie, dass einfach alle in der Serie Androiden sind. Und was ist, wenn wir auch alle Androiden sind und es einfach nur nicht wissen? Woher willst du wissen, dass du kein Androide bist und dass die KI Tests an uns durchführt oder mit uns durchführt? Moment. Bevor ihr euch jetzt aufschneidet oder Metalldetektoren ansetzt, ich habe vielleicht eine logische Erklärung, warum das nicht so sein kann. Roboter sind ja an und für sich logisch denkende Wesen. Und jetzt schaut euch mal auf der Welt um. Also das kann eigentlich nur mit einem Irrationalitätsupdate gekommen sein, oder? Außerdem muss man sagen, die Forschung an Robotern, die ist schon einen wahnsinnig weiten Weg gekommen, aber da fehlt ja noch ein Stückchen. Auch wenn jetzt führende Forscher sogar schon verängstigt sind von den künstlich intelligenten Frankenstein-Monstern, die sie da geschaffen haben, sollten wir jetzt also uns Sorgen machen? Allein schon, wie täuschend echt manche Roboter aussehen. Hier etwa. Und nebenbei bemerkt, der Artikel und das Bild hier, die sind mehr als 7 Jahre alt. Wie viel weiter wir jetzt schon sind. Und das ist auch nur das, was man uns zeigt. Und nicht das, was in geheimen Militärlabors schon möglich ist. Schaut euch doch mal an, wie menschenähnlich die Reaktion beim Aufwachen ist. Zudem sehen die Roboter und Haare der Roboter ja, selbst die Gesichter, Mimik und Gestik, verblüffend lebensecht aus. Auch wenn es mich manchmal ein bisschen an Cyberpunk erinnert. Also ich meine, da kommen wir ja sowieso hin, aber gibt schon mal einen Vorgeschmack. Japan ist, was Roboter betrifft, wahnsinnig vorangeschritten. Einfach aufgrund auch von fehlendem Nachwuchs. Deswegen entwickeln sie jetzt auch Androiden, die Care-Arbeit übernehmen können. Ja, Grace, die Krankenschwester. Und die kann einiges. Sie kann all kinds of things for elderly people. Take bio readings and help healthcare providers assess their health. Okay. Es geht hier um Verschwörungsmythen. Wo ist denn jetzt die Verschwörung? Jetzt stellt euch mal vor, Androiden werden fähiger als Menschen. Einige befürchten ja, dass die künstliche Intelligenz die Menschheit ausrotten wird. Und das wird natürlich auch schön publikumswirksam ausgeschlachtet. Aber was, wenn Roboter genau das Gegenteil bewirken und mit der Menschheit kooperieren möchten? Und was, wenn wir ihnen einfach Unrecht tun aufgrund des Uncanny Valley-Effekts? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, Leute. Uncanny Valley-Effekt? Schon wieder vergessen? Ja? Nochmal kurz. Masahiro Mori, der hat eine Theorie dazu aufgestellt, wonach Menschen sich unwohl fühlen, wenn Roboter in ihrem Verhalten fast, aber nicht ganz menschlich sind. Ja, und diese ganze Hollywood-Propaganda gegen Roboter, ja, iRobot, Westworld, bei denen es explizit um Roboter und Androiden geht, die sich gegen die Menschen, die sie erschaffen haben, auflehnen oder die Menschheit direkt unterdrücken wollen. Klar verstärkt das die Sorge der Leute. Ist das etwa Propaganda gegen Androiden? Und dann gibt es auch noch Fake News gegen Androiden. Beispielsweise die Behauptung, wonach ein Roboter 29 Menschen und dazu noch Wissenschaftler getötet haben soll. At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. Da kochen natürlich die Emotionen über. Die krasseste Theorie zu den Androiden, die ich kenne, ist allerdings die der versteckten Agenda der Androiden. Möglicherweise haben die Schöpfer oder die Kontrolleure von Androiden geheime Absichten, die sie der Öffentlichkeit verbergen. Und das beinhaltet vielleicht, wir wissen es ja nicht, ist ja im Verborgenen, die Überwachung oder die Kontrolle der Bevölkerung bis hin zur Manipulation von Ereignissen und der Erlangung von Macht. Und jetzt denkt mal drüber nach. Wenn zwischen uns eine nicht abzuschätzende Menge Androiden ist, könnten die alle darauf programmiert sein, die Menschen, die echten Menschen zu lenken und zu manipulieren. Ja, aber warum? Keine Ahnung. Aber wäre das nicht gruselig? Einige der Theorien behaupten, dass Regierungen, große Unternehmen, geheime Organisationen gezielt Androiden entwickelt haben könnten, um ihre eigene Agenda voranzutreiben. Spionage, Überwachung, militärische Operationen, Sammeln von Informationen. Und manche behaupten, sie hätten den Beweis dafür gefunden, nämlich, dass Menschen sich gegenseitig gar nicht umbringen würden und dass der Tod von Menschen der Beweis dafür wäre. Das sind entweder Androiden, die einen Kurzschluss haben, oder ein Android einer verfeindeten Seite schaltet Androiden einer anderen Seite aus. Ah, wie süß, dass man nach all dem dem Mensch immer noch nicht zutraut, bösartig zu sein. Aber was ist, wenn die Androiden zwischen uns ausgebracht wurden, um uns zu studieren, zu kopieren und uns langfristig einfach komplett zu ersetzen? Es ist interessant, dass wir in dieser Serie oft damit zu tun haben, dass der Mensch durch irgendwas ersetzt werden soll, oder? Aber warum sollte er das? Keine Ahnung, fragen wir mal Skynet. Terminator hat die Leute
scheinbar nachhaltig versaut und Androiden zu einem Angstthema gemacht, das man auch gut mit reißerischen Thumbnails ausnutzen kann. Ängste um Jobs, den Wohlstand, Zuhause, Sicherheit, das psychische Wohlbefinden, das physische Wohlbefinden. Und natürlich ist KI das Thema aktuell, weil es für User immer mehr Möglichkeiten gibt, das zu verwenden. Man könnte sich über die positiven Seiten freuen, aber wir wissen ja, wie gut Horrorgeschichten klicken. Kann ich beweisen, dass wir nicht von Androiden unterwandert sind? Ohne mir in den Kopf zu schießen? Vermutlich nicht. Aber man soll mir erstmal beweisen, dass es möglich sein soll beim Stand unserer aktuellen Technik. Meine Ansicht ist, das Gefährlichste an der ganzen Thematik ist die Angst vor Technologie. Alles Neue wird mit Gefahr verbunden und der Mensch hat Angst davor, dass ihm der Himmel plötzlich auf den Kopf fällt. Und überleg doch mal, wie man Androiden positiv einsetzen kann, beispielsweise, um unsere Idole für ewig am Leben halten zu können. Also angeblich tut man das ja schon, ja? Eminem, der soll 2006 bereits gestorben sein und jetzt beten wir halt seinen Androidenklon an. Ich meine, wie soll man mit 51 Jahren so jung aussehen? Kann auch sein, dass er dieselben Schönheitschirurgen hat wie Wladimir Putin. Okay. Der nächste Mann, zu dem wir kommen, der ist tatsächlich wirklich tot. Also ich habe zumindest keine Theorien darüber gehört, dass er es nicht ist. Und bei ihm geht es auch um Genialität und um große Errungenschaften. Leute, wart ihr schon mal auf dem Mond? Also ich jetzt nicht. Gut, ich kann das jetzt behaupten. Ihr könnt mir nicht nachweisen, dass ich es nicht vielleicht doch war. Seid immer skeptisch. Ich kann euch nur sagen, dass meine Mama mich früher immer auf den Erdtrabanten schießen wollte. Sie hat es leider nie gemacht. Ich glaube, sie hat mich angelogen. Seitdem bin ich sehr, sehr skeptisch von Aussagen in aller Öffentlichkeit. Die Mondlandung. Wir haben schon besprochen, die gab es nie. Es war alles inszeniert. Ein Film. Aber habe ich euch überhaupt gesagt, von wem dieser Film stammte? Stanley Kubrick. Er kennt ein anderes großes Werk seiner Karriere aus dem Weltall. 2001, Space Odyssey. Ja, der Film war erfolgreich. Shining war erfolgreich. Aber das größte Projekt seiner Karriere war die Verfilmung der Mondlandung. Und dass man da vielleicht leichte Zweifel hegt, dass der Mensch jemals auf dem Mond war, das liegt auf der Hand. Es gibt 8 Milliarden Menschen, 12 davon waren auf dem Mond und 4 davon leben nur noch. Und die werden höchstwahrscheinlich die nächste Dekade nicht überleben. Und dann sind auch so einige Aussagen, die aus dieser Richtung gekommen sind, etwas fragwürdig. Edgar Mitchell beispielsweise soll noch zu Lebzeiten über UFOs gesprochen haben, als man ihn auf das Space Program ansprach. Klar, da kommt so ein bisschen Misstrauen auf. Wieso ist man nie wieder zum Mond zurückgekehrt? Wir wollen da gar nicht weiter drauf eingehen, wir hatten das Thema schon. Aber vielleicht so zum Vergleich, ein kleiner historischer Vergleich. Es lagen 127 Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Mal, dass ein europäischer Siedler den Mississippi entdeckte. Manchmal verschieben sich einfach auch die Prioritäten. Wer weiß also, wie lange es dann am Ende jetzt wirklich dauert, dass der Mond vielleicht irgendwann mal besiedelt wird oder ob das überhaupt jemals passiert, weil ob das wirklich Sinn macht. So, also Kubrick hat den Film gedreht, sie waren nicht auf dem Mond. Wo waren sie dann? In Nevada, Area 51. Logisch. Der hat eine Technologie kreiert, die es so aussehen lassen konnte, als ob die Menschheit den Weltraum betreten hätte. Beweise dafür, dass es nicht real sein konnte, ist, man sieht keine Sterne, die Flagge weht im Wind. Und es gibt natürlich noch andere, weitere, angeblich ungeklärte Fragen, die geklärt sind. Um hier mal kurz zu spoilern. Weiter im Text. Wie so oft hat es einen Influencer gebraucht, der eine solche Theorie vertreten konnte? Und das war in den 70ern, um genau zu sein, 1974, We Never Ran to the Moon von Bill Kaying. Es war ein Buch, wurde ein Bestseller. Und es war auch in einer Zeit oder in einem Gefühl, einem Zeitgefühl, in der die Unterstützung für die Regierung sank. In der Zeit fällt auch das Ende des Vietnamkriegs, die 68er-Bewegung, der Watergate-Skandal, Richard Nixon. 1980 vertraute nur noch ein Viertel der Amerikaner der Regierung, was wiederum guter Nährboden vor Verschwörungsgeschichten war. Da konnte die NASA so oft, wie sie wollte, faktenbasierte Paper ausgeben, die die tatsächliche Landung auf dem Mond belegen sollten. Auch egal, dass 400.000 Leute an der Mondlandung beteiligt waren und die Astronauten auch Gestein vom Mond mitgebracht hatten. Und selbst Vivian Kubrick, die sich auf Twitter zu Wort meldet und Stellung bezieht, dass ihr Vater niemals an einem solchen Projekt mitgewirkt hat, um die Amerikaner zu betrügen, und die Behauptung zurückwies, dass ihr Vater sich niemals mit der US-Regierung verschworen hat, dass eine groteske Lüge sei, auch das ändert natürlich nichts. Denn ich meine, es ist so naheliegend. 1968 kam 2001 A Space Odyssey raus. Also ein Jahr vor der Mondlandung. Es gibt keine Zufälle, Leute. Und damit hören die Verschwörungen um Kubrick nicht auf. Nein, nein, nein. Jetzt fängt es erst an. Denn wenn er schon derart mit der Regierung unter einer Decke steckt, dann muss es doch auch andere Zeichen geben. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der mit dem Genie von Kubrick zusammenhängt. Die Detailversessenheit des Meisters, die schiere Brillanz, allein mit dem Aufbau von Räumen Angst und Unbehagen zu schaffen, mit Winkeln und Formen zu sprechen. Er könnte alles zu einem Symbol machen und hat das höchstwahrscheinlich auch. Und in Shining soll er Hinweise hinterlassen,
verlassen haben. Und zwar nicht zu knapp. So hat der Manager, den Jack am Anfang im Overlook Hotel trifft, eine amerikanische Flagge mit einem Adler, der über sie hinwegsieht. Ist das eine versteckte Referenz zum Mondlandemodul, das Apollo 11 trug und Eagle hieß? Völlig offensichtlich, oder? Allein, dass es das Overlook Hotel ist. Von wo hat man wohl den besten Blick auf alles? Genau, vom Mond auf die Erde. Sorry, das habe ich mir gerade ausgedacht. Oder hier. Obwohl es in Stephen Kings Buch nur ein Kind gab, wurde es im Film durch zwei tote Zwillinge ersetzt. Was so interpretiert wurde, dass Kubrick damit auf die fehlgeschlagene Gemini-Mission der NASA anspielen wollte. Auch die nächstmögliche Interpretation, die mir einfällt. Danny spielt auf einem Teppich, der eine Musterung hat, die manche an die Startrampe von Apollo 11 erinnert. Es ist eine sehr spezielle Musterung, die auffällt, aber es wird noch deutlicher. Folgt mir. Auch auf diesem Kanal. So, aber folgt mir. Danny steht auf von diesem Teppich, der wie die Startrampe aussieht, und er trägt einen Pullover, auf dem eine Rakete und der Text Apollo 11 zu sehen ist. Wie offensichtlich geht's bitte? Und dann tritt er außerdem in den Raum 237 ein. Und diese Ziffer ist wichtig. Im Buch ist es nämlich die 217. Und 237.000 Kilometer sind es von Mond zur Erde. Und das war's noch lange nicht, Leute. Das ist so ein bisschen wie bei Britney Spears. Ja, diese Fans, die so fanatisch drauf sind, dass sie alle ihre Videos nach versteckten Botschaften durchforsten. Stanley Kubrick ist daran schuld, dass die Leute sowas machen. Die Verschwörungstheorie hält sich hartnäckig, wie die FDP im Bundestag. Okay, Leute, wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, aber vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive. Wir machen das nochmal aus der Kubrick-Perspektive. Kurz Zusammenfassung. These 1. Die US-Flagge hätte schlaff herabhängen müssen, aber sie war tatsächlich straff und wedelte sogar ein wenig. Das wurde als Wind begriffen, den es auf dem Mond nicht gibt. Tatsächlich war es aber so, dass die Ingenieure wussten, dass eine hängende Flagge nicht gerade aussagekräftig war und die Stange mit einer Traverse so befestigt, dass sie straff war. Und das Wedeln entstand dadurch, dass Aldrin die Stange mit Kraft in den Boden des Mondes rammte und sie dabei sich halt etwas dreht. These 2. Auf dem Mond dürfte es eigentlich nur eine Lichtquelle geben, die Sonne. Aber die Schatten der Astronauten fallen in alle Richtungen, wodurch es scheint, als hätte es mehrere Lichtquellen gegeben. Und das geht ja nicht auf dem Mond. Aber es gab in der Realität durchaus mehrere Lichtquellen. Die Sonne als Lichtquelle, die Erde, von der ebenfalls Licht reflektiert wurde. Und dasselbe galt auch für Raumanzüge und die Mondsonde. Und das erklärt dann auch die Schatten. These 3. Eine wirklich seltsame Sache ist doch folgendes. Die Mondsonde hätte doch bei Landung und Abflug Abdrücke auf dem Mond hinterlassen müssen, oder? Ein kleiner Krater zum Beispiel. Aber guess what? Das ist auf den Bildern der NASA nicht zu erkennen. Naja, auf dem Mond ist die Schwerkraft nur ein Fünftel von der auf der Erde. Man ist also auf dem Mond sehr viel leichter und deswegen kann man auch sehr viel höher und weiter springen. Und das hatte natürlich auch einen Einfluss auf die Mondsonde, weil man natürlich so eine weiche Landung möglich machen konnte. Dadurch wurde auch weniger Staub aufgewirbelt. Das ist, als ob man sich in einem Pool vom Boden abstößt. These 4. Ist es nicht seltsam, dass man sich mitten im All befindet und keine Sterne zu sehen sind? Und an einem Filmset? Da gibt's keine Sterne, also muss es ein Filmset sein. Das ist ziemlich einfach, denn die Landung fand an einem Mondmorgen statt. Und wenn die Sonne aufgeht, sieht man keine Sterne. Außerdem haben wir ja schon geklärt, wie hell es auf dem Mond zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme war. These 5. Ganz wichtig. Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond, wurde gefilmt, als er den Giant Step für die Menschheit vollführte. Das Problem ist nur, wenn er der Erste war, wer hat ihn dann gefilmt? Antwort: die Kamera. Das ist kein Witz. Denn die war an der Mondsonde befestigt und zwar in einem solchen Winkel, dass sie Armstrong zwangsläufig filmen konnte. So, ich denke mal, jetzt haben wir die Fragen endgültig geklärt, dass die Mondlandung echt war und nicht mittels eines Filmstudios gefaked wurde. Und damit kann Stanley Kubrick auch nicht verantwortlich sein, weil wo kein Film, auch kein Director. So, können wir jetzt bitte endlich über die viel interessanteren Verschwörungen rund um Stanley Kubrick sprechen? Was? Wie? Andere Verschwörung? Ja, absolut. Denn natürlich ist sein Oeuvre, wie es Kubrick hervorgebracht hat, noch viel bedeutsamer als nur den Vorwurf, die Mondlandung faken zu können. Schauen wir uns mal Shining genauer an. Denn es gibt zu dem, was Shining wirklich bedeutet, noch eine andere Theorie, die deutlich realistischer klingt. Shining könnte möglicherweise auf die Verbrechen der Einwanderer gegen die Native Americans anspielen und generell den Rassismus in der USA anprangern. Es beginnt mit der Einfügung zweier Zeilen zu Beginn des Films. Das Hotel stünde auf einer indianischen Grabstätte. Die Washington Post bezeichnet das als Confirmers, die von
Puzzle-Erstellern oft verwendet werden, um denen, die das Puzzle rätseln wollen, mitzuteilen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Es sind Calumet-Backpulverdosen mit Indianer-Häuptlings-Logos zu finden, in diesen Lebensmittel-Spinn-Szenen. Es sind indianische Motive, die das Hotel schmücken und die Art und Weise, wie sie in vielen Schlüsselszenen als Hintergrund dienen. Man kann ihnen nicht entkommen, aber sie sind im Hintergrund. Es geht in diesem Film, das wird sogar in der Washington Post gemutmaßt, darum, diesen Völkermord zu übersehen in der US-amerikanischen Gesellschaft. Overlook Hotel, you know? Eine der Schlüsselszenen spielt beim Ball zum 4. Juli und auch dieses Datum ist ja für die Native Americans von besonderer Bedeutung. Wir wissen, dass Stephen King die Fassung seines Buches nicht mochte, denn Kubrick baute die Geschichte einfach so um, dass er seine eigene Bedeutung unterbringen konnte. Auf den Plakaten für The Shining, die in Europa verwendet wurden, stand oben die Welle des Terrors, die über Amerika hinwegfegte. Und darunter in der Mitte die beiden Worte ist da. Auf den ersten Blick schien es sich um ein Plakat zu handeln, das mit der Wirkung des Films auf Amerika prahlte. Doch als die ersten dieser Plakate erschienen, war der Film noch gar nicht draußen. Die Welle des Terrors, die über Amerika hinwegfegte, war der weiße Mann. Deshalb ist Jack der Bösewicht auch auf dem Foto vom Ball 1921 zu sehen. Deshalb wurden die Besucher auch aus dem Kino entlassen, während im Hintergrund noch das Plappern der Ballgäste zu hören ist, das sich mit dem Kinogäste-Geschnatter vermischte. Der Film sagt den Zuschauern, ihr seid Teil des Horrors und das schon immer. Man könnte hier jetzt noch viel, viel weitermachen, aber ich denke, ihr habt den Punkt bekommen. Und nach all diesen Argumenten, und es gibt wie gesagt noch viel mehr, erscheint mir diese Theorie tatsächlich sehr wahrscheinlich. Es gibt auch noch mehr. Einige Zuschauer sehen in The Shining eine Darstellung von Kubricks eigenen psychischen Konflikten und Ängsten. Das Overlook Hotel könnte eine Art Metapher für die amerikanische Geschichte und Gesellschaft sein. Seine architektonischen Details als symbolische Hinweise auf verschiedene historische Ereignisse, soziale Phänomene. Einige betrachten The Shining als eine moderne Interpretation der biblischen Genesis-Geschichte und sehen in den Charakteren und Ereignissen des Films Parallelen zu biblischen Motiven. Es könnte aber auch sein, dass es noch metaphysischer wird. Einige interpretieren die ungewöhnliche Raum- und Zeitstruktur von The Shining als Hinweis auf nichtlineare Realitäten und andere Dimensionen. Aber es geht nicht nur um seine Filme, es geht auch um ihn selbst. So, wer von euch hat Eyes Wide Shut gesehen? Mal Hand hoch. Gut, das sehe ich jetzt natürlich nicht, aber eigentlich ist das ein Film, der ist für jeden von euch Pflicht. Genau wie jeder von euch, der dieser Serie hier folgt, das Foucault'sche Pendel gelesen haben sollte. Das war Kubricks letzter Film. Nur 6 Tage, nachdem er Freunden und Familie den finalen Schnitt gezeigt hatte, starb er. Er erlitt im Schlaf einen Herzinfarkt. Das kann bei Menschen, die derartig besessen arbeiten, schon mal vorkommen. Kubrick war tatsächlich schon 70 Jahre alt, da kann sowas natürlich auch vorkommen. Trotz allem gibt es einige, die für seinen Tod einen anderen Grund ausgemacht haben. Freimaurer nämlich. Klar, wie das? Das hängt mit dem Film selbst zusammen, denn der hat es in sich. Also, wenn man zu einer konspirativen, wohlhabenden Elite gehört, die gerne unbehelligt bleiben will. Die Idee von geheimen, satanischen Eliten, die sich zu gotteslästerlichen, sexuellen Riten zusammenfinden, die spielen in einigen meiner liebsten Filme aus den 90ern eine Rolle. Was sagt das über mich? Naja, ein anderer kommt zufällig auch aus dem Jahr 99 und heißt Die Neuen Pforten. Das sind schon wieder zu viele Zufälle. Was hat das mit der Neuen auf sich? Ihr merkt, wenn man will, findet man bei Stanley Kubrick noch mehr, als da überhaupt drin ist. Aber jetzt zu seinem Tod. In Eyes Wide Shut enthüllte er die Machenschaften einer Geheimorganisation der wohlhabenden Elite. Angeblich hat man sich dabei ertappt gefühlt, bloßgestellt. Menschen hatten jetzt eine Vorstellung davon, was in diesen Kreisen tatsächlich abgeht. Und diese Eliten hätten ein Exempel statuiert. Das hatten wir auch letztens nur bei Mitgliedern der Illuminati, die ausgetreten und die ganze Organisation exposen wollten, die als Exempel hingerichtet wurden. Das würde jetzt alles Sinn ergeben, aber Kubrick hat sich diese Geschichte nicht ausgedacht. Eyes Wide Shut basiert wie viele von Kubricks Werken auf einem Stück Literatur. Und zwar Arthur Schnitzlers Novelle Traumgeschichte aus dem Jahr 1926. Okay, man könnte jetzt argumentieren, durch die Verfilmung bekam diese Geschichte sehr viel größere Aufmerksamkeit und war deshalb eine größere Gefahr für die Elite. Aber ich meine, die Geschichte und der Film liegen 73 Jahre auseinander. Es könnte aber auch sein, dass die finale Filmfassung gar nicht die Endfassung des Maestros war, sondern die Illuminaten oder Freimaurer oder wer auch immer die entscheidenden Hinweise aus diesem Schnitt entfernt hatten, vor der Erstausstrahlung. Oder was, wenn Kubrick von den Feinden der Illuminati ermordet wurde? Hä? Manche vermuten, dass Eyes Wide Shut ein Auftragsprojekt für die Illuminati war, um sie schwächer darzustellen und weniger machthungrig, als sie wirklich sind. Was bitte? Eine Verschwörung in der Verschwörung quasi. Fantastisch.
Oder war es Scientology? Was hat denn jetzt Scientology mit Eyes Wide Shut zu tun? Naja, wer hat denn die Hauptrollen in diesem Film gespielt? Genau, Tom Cruise und Nicole Kidman. Und die waren bei Scientology. Und auch im wahren Leben verheiratet. Man munkelt sogar, dass der Film ihre Ehe zerstört hat. Ähnlich wie es im Film geschah. Und bei Scientology handelt es sich ja tatsächlich um eine verrückte, reiche Sekte. Und da kommen wir zu einem spannenden Punkt, der bei Kubrick oft übersehen wird. Er war auch ein Satiriker. Was, wenn dieser Film eine Satire war? Auf das Genre, auf diese Fantasien von Geheimgesellschaften und. So ein bisschen wie das, was wir hier machen. Denn für viele seiner anderen Filme trifft das nachweislich zu. Wieso nicht auch hier? Vielleicht nur ein bisschen subtiler. Wenn man jetzt aber so weit ist, anzuerkennen, dass es Satiren sind, dann ergeben sich schon wieder Verschwörungsgeschichten. Und wenn wir schon dabei sind, es gab bereits 1980 einen Film namens Room 237, in dem es ausschließlich um Verschwörungsgeschichten rund um Stanley Kubrick ging. Es ist also offensichtlich kein Internetphänomen, sondern verbunden mit der Doppeldeutigkeit und dem Symbolismus seiner Werke, seiner brillanten Detailtiefe und seinem subtilen Humor. In diesem Beitrag wird auch eine Theorie darüber popularisiert, dass es anscheinend um etwas ganz anderes ging. In den 1920er Jahren gab Präsident Woodrow Wilson den Goldstandard auf und wertete damit faktisch den amerikanischen Dollar ab. Und es wird angenommen, dass es sich bei The Shining um eine Satire über die Wirtschaft handelt, die sich über Wilsons Schachzug lustig macht. Um das zu beweisen, wird auf Szenen verwiesen, in denen der Hauptfigur in der Hotelbar mitgeteilt wird, dass sein Geld nicht gut ist, oder auf die letzte Einstellung, in der man Wilson mutmaßlich auf einem Foto sehen kann. Und weil er sich eben so indirekt über Wilson lustig gemacht haben soll, wurde er umgebracht. Logisch, oder? Oder war es doch die CIA? Aus Rache? Meine Güte, haben die viel zu tun. Schließlich ging es in Clockwork Orange um die MK-Ultra-Experimente der CIA, hatten wir auch schon im Eisberg. Und angeblich fanden sich in dem Film Kubricks Hinweise darauf, wo diese Experimente stattgefunden haben. Oder hat man ihn umgebracht, weil man Angst hatte, er würde doch darüber sprechen, dass er die Mondlandung gefaked hat? Nee, Moment, das hatten wir schon verworfen. Aber möglicherweise wusste er ja etwas über die Außerirdischen. 2001 war sein Hinweis darauf, dass er Informationen hat. Es liegt auf der Hand, Leute. Wenn dein Werk geheimnisumwittert ist und stark diskutiert wird, diverse Gruppen scheinbar alles an Symbolik hineininterpretieren können, dann kann auch dein Tod nicht einfach so vonstatten gegangen sein. Kubrick war ein einzigartiges Genie und sein Werk ist so tiefgründig, dass es schlicht für die meisten nicht greifbar war. Und vielleicht war es vor allen Dingen eins: der zynische Humor eines Mannes, der es liebte, seine Zeitgenossen im Trüben fischen zu lassen und fortzuführen. Ein Mann, dessen Werk in Gänze betrachtet werden sollte, als eine Reihe von Analogien darüber, wie der Mensch diese Welt und sich selbst zerstört. Und ich finde, das ist das beste Ende für diesen Eisberg, das ich mir vorstellen kann. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf eure Theorien zu den Werken von Kubrick unten in den Kommentaren. Ich denke, da gibt es noch viel mehr und ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht alles davon kenne. Und abonniert diesen Kanal. Jetzt. Endlich. Los. Bis dann. Tschüssikowski.